Das öffnet ein völlig neues Blickfeld, sagt Sabine. Warum? Ich bin kein Roboter-Dino. Ich weiß es, glaube ich. Ich muss dringend springen. Du schreib auf dem YouTube-Kanal ist meine E-Mail-Adresse drin. Einfach YouTube-Kanal, Kanalinfo und so weiter. Da kannst du auch einfach eine E-Mail hinschicken. Einfach machen. So, okay. Warte mal ganz kurz. Jetzt Plan B für die Zukunft. Wir haben jetzt das Produkt, wir haben die ersten Teile. Wir brauchen jetzt noch die anderen Sachen. Wir brauchen jetzt noch dringend die Rotoren. Lassen wir mal ganz kurz schauen. Die konnten wir doch auch relativ simpel herstellen. Die gingen aber, glaube ich, nicht hier, ne? Nee. Streit es ab, was? Ich weiß doch gar nicht. Charity-Event, okay. Ja, schreib mir einfach nochmal. Also, schreib mir einfach, dann schaue ich mir das gerne an. Okay. Rotor braucht Stahlrohr. Und genauso wie hier auch. Jetzt müssen wir aber allerdings gucken. Das müssen wir jetzt mal ganz kurz abbrechen. Weil das geht hier nämlich überhaupt nicht. Da braucht man einen Splitter. Also nicht Meister Splinter, sondern einen Splitter. Ihr wisst Bescheid. Ich glaube, so könnte es funktionieren noch. Das ist aber jetzt, wie gesagt, sehr... Ja, genau. Verdammt. Weil hier wird... Habe ich das jetzt an dieselbe Stelle gebaut? Nee, jetzt geht's, okay. So, das funktioniert jetzt schon mal. Jetzt komme ich nämlich hier unten raus, wenn alles klappt. Ja, das geht auch. Schaut ein bisschen vogelwild aus, aber geht. Ja, enge Geschichte. Okay. Das staut sich jetzt hier ein bisschen zurück. Ist okay. Und dann bauen wir jetzt hier nochmal so einen Konstruktor aus. Die Sprungfläche. Die Beobachtungsturm finde ich auch cool. Die Gehwege und Rampen finde ich toll. Aber wir brauchen jetzt natürlich Produktion, den Manufakturgerät. Dafür brauchen wir Rahmen und... Ja, okay, alles klar. Also wir müssen ja eh jetzt nochmal ein bisschen was machen. Da müssen wir jetzt eh nochmal ein bisschen was machen. Nee. Wir nehmen das auf jeden Fall alles. Die Rotoren brauchen wir. Ich nehme jetzt nochmal ein bisschen von unserer Sammelkiste was raus. Zentimeterarbeit. Ja, das ist wirklich eine ganz enge Geschichte, die wir da laufen haben. So, das nehme ich mir mit. Davon nehme ich mir was mit. Da noch ein bisschen mehr, weil davon werden wir was brauchen. Und davon auch nochmal ein bisschen was. Das Kupfergedöns können wir jetzt eigentlich mal langsam ein bisschen enger machen. So, die Rahmen brauchen wir als allererstes. Ich glaube, dafür brauchen wir... Machen wir mal ein bisschen mehr, als wir brauchen. Schrauben kann ich herstellen, das ist kein Thema. Mal so ein bisschen einfach auf Vorrat produzieren. So, Kabel, Eisenplatte ist klar. Mal ganz kurz nochmal schnell schauen. Und Motoren. Rotoren. Nicht Motoren, Rotoren. Okay. Yay! Ich hoffe, du freust dich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, also ich freue mich immer über E-Mails. Von daher, ja. Bin gespannt, was du schreibst. So. Machen wir das mal so. Okay. Das ist der Anfang jetzt hier. Jetzt pass auf. Jetzt wollen wir hier Rotoren produzieren. Da brauchen wir Schrauben dafür. Die haben wir jetzt schon geliefert. Die kommen jetzt da rein. Das heißt, auch hier haben wir wieder eine Geschichte mit Schräubchen. Das ist schon ganz schön eng. Ja, das schaut auch nicht gut aus. Ne? Warte mal. Das müssen wir nochmal ein bisschen anpassen. Vielleicht so. Und jetzt? Ah, no! Das geht nicht.
Ah, besser. Idee. Weil das muss man ja hinbekommen, dass das geil aussieht. Also, ich bin mir da ziemlich sicher, dass wir das irgendwie schaffen, das so hinzubekommen, dass es richtig gut aussieht. Okay. Ja, so kann ich damit leben. Ja, so kann ich erstmal damit leben. Raketenwerfer? What? Bombi Bob, grüß dich, hi. Was meinst du mit mitmachen? So, no power. Ah, le Problem. Ja, ich weiß noch. Verdammt. Wir haben ja den Strommast noch gar nicht aufgestellt. Okay. Wenn ich jetzt von hier aus, kann ich doch bestimmt hier rüber gehen. Okay. So, Strom haben wir dran. Okay, und jetzt brauchen wir nur noch die Eisenstangen und die kommen ja auch quasi von da oben. Mal gucken, die kommen hier so raus. Montieren wir gleich mal hier so ungefähr auf die Höhe. Müsste so halbwegs gut aussehen. Und dann machen wir das ähnlich wie hier, bloß nicht ganz so. Wie gesagt, ich nehme das jetzt, gesplitte das jetzt vor dem Band noch auf. Mal gucken. Okay. So, und jetzt gehen wir hier folgendermaßen vor. Jetzt mache ich hier das gleiche wieder da drüben. Weil das brauchen wir eigentlich jetzt hier gar nicht. Schauen wir mal, ob das, wie das aussieht. Das schaut gut aus. Das schaut auch gut aus, okay. Dann schaut das gut aus. Und dann machen wir das hier rüber. Dann läuft uns nämlich das Band hier nicht immer voll, sondern das kann dann auch tatsächlich wirken. So. Pass auf. Jetzt machen wir das mal auf die Höhe. Nein, das wollte ich nicht. Nochmal weg. Ja. Und jetzt rauf das Ding. Ah, so. Okay. Man kann in Koop spielen. Ja, aber das mache ich tatsächlich jetzt an der Stelle gerade nicht. Was jetzt aber eigentlich keinen besonderen Grund hat. Ich habe das ja damals einfach angefangen, wo es rauskam. Ja, nee, das wollte ich nicht. Und habe mich jetzt dann noch nicht näher mit dem Koop-Modus befasst. Okay. Schon ist es dran. Und jetzt produzieren wir hier feinste Rotoren, meine Lieben. Auch die werden wir jetzt erstmal einlagern. Allerdings machen wir das anders als bei der anderen Geschichte. So. Ja. Nämlich mit mehr Hirn, Mann. Schon mal hier bin, kann ich gleich mal anfangen. Und nochmal ein bisschen erweitern. Wow, wenn ihr schon Angst habt, dass irgendjemand euch hinrichtet, dann ist es wahrscheinlich falsch. Also, so ein bisschen. Okay. So, pass auf. Ich wollte jetzt hier eigentlich eine 5 draufbauen. Und dann kommt hier auch nämlich nur eine ran. Weil... Der steht hier nämlich auf 2 Platten rum. Das heißt, wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir machen jetzt hier einen Logistikanschluss ran,
beziehungsweise, nein, Quatsch, einen Lagercontainer, dann ist der hier quasi identisch. So. Und dann gehe ich jetzt her und sage, hier kommt jetzt so ein Förderbandmast drauf. So, und dann sagen wir, das kommt hier raus und das geht da rein. Und damit habe ich das schon mal automatisiert auf einer anderen Ebene. Was ich, glaube ich, cool finde. Welches Hirn denn? Was? Ja, genau. Crash. So. Warum packe ich eigentlich immer das Ding aus? Bin viel zu aggressiv unterwegs. Warum habe ich denn den anderen nicht mehr in der Hand? So. Okay, und da können wir auch von unten drauf zugreifen. Ja, können wir auch. Und da ist das Zeug drin. Okay, das heißt ja, alles, was wir da jetzt liefern müssten, nach oben, wobei ich so gerne da hochgehen würde, das alles können wir jetzt theoretisch hier hochbringen. Über die Lagercontainer können wir das rausholen. Dazu brauche ich allerdings schon ein bisschen nach oben Platz. Hier geht eine Treppe runter, ne? Wobei, das ist nicht schlimm. So, jetzt machen wir das mal folgendermaßen. Hier geht die Treppe runter, das ist okay. Ja, so, so, genau so wollte ich das. Das ist nicht ganz perfekt und nicht ganz hundertprozentig, was ich wollte. Aber zumindest von der Optik, Grundoptik kriegen wir hier zwei Förderbänder durch. Also, pass auf. Machen wir jetzt mal Folgendes. Und zwar ein Förderband hier. Und eins auf die gleiche Ebene da lang. Und das lassen wir das auch... Naja, das können wir hier fast nicht oben laufen lassen. So. So, und das geht jetzt dann hier weiter. Und das kommt, andere kommt jetzt quasi auch hier lang. Das machen wir jetzt so. So, kriege ich hier nochmal irgendwas hin. Irgendeine coole Platte hingezimmert. Und dann machen wir das so. Bin ich jetzt gar nicht mal böse drum. Dann haben wir nämlich hier eine Art Mauerwand gebaut. Muss allerdings bloß das Ding hier unten weg, weil das braucht jetzt überhaupt keiner mehr. Dafür können wir das Teil hier oben halt hinbauen. So, dann machen wir das hier von da raus. Okay. Und dann machen wir das da so. Also es wird schon. Zwergi, gute Nacht. Sabine, auch dir gute Nacht. So. Na toll, jetzt stecke ich in dem Ding fest. Das hat, glaube ich, noch nie einer geschafft, oder? Jawohl, bestimmt. So, jetzt brauchen wir hier irgendwas als Behelfsaufgang. Okay. Ah, also pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Ich muss hier ein bisschen mehr Schmackes drauf geben. So wird zu hoch sein, aber so müsste es erstmal gehen. Nein, nein, ja. Nee. Hi, ihr Name. So, jetzt darauf. Und jetzt hier oben. Und dasselbe Spiel wieder. Wir gehen hier wieder einfach ein bisschen höher. Vielleicht sogar zwei. Das probiere ich jetzt mal aus. Damit wir irgendwann da oben landen. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, das geht. Schön. Also das funktioniert schon mal. Jetzt wird spannend. Nope. So. Okay. Habe ich befürchtet. Okay. Namensvergabe in Software Inc. Habe ich nicht vergessen. Das ist auch nach wie vor einer der Pläne. Es wird immer weitergehen, meine Lieben.
Natürlich braucht das ein bisschen Zeit, weil ich nehme relativ viel vor im Vorhinein auf. Und das kommt dann für euch. Manchmal wirkt das allerdings so, als würde das ewig dauern. Ist es aber nicht. Also es dauert schon seine Zeit, bis ich euch namenstechnisch eingruppiere. Aber das dauert halt auch nicht ewig. Warum habe ich denn das Teil jetzt wieder nicht? Ach doch. Okay. Es dauert schon einfach eine Zeit, bis neue Namen, also wenn ihr die heute eintragt, werden die morgen in der Folge nicht drin sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das liegt einfach am Takt von Software Inc., den ich aufnehme. Okay, wir müssen hier eh rüberkommen, okay. Pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Dann machen wir jetzt hier die Förderbandgeschichte. Dann gehen die zwei Bänder hier lang. Die kommen von hier unten, wenn alles gut läuft. Ich bin eigentlich so ein Hirn, oder? Ich bin eigentlich so ein Kamel. Ich habe gerade voll die Idee. Wir können doch eigentlich... Das habe ich schon ganz vergessen, dass das geht. Wir haben doch hier den Lift. Na, weißt du, wie ich meine? Pass auf, jetzt, ich probiere mal was. Na, den könnte ich ja hier eigentlich anbauen. Aber jetzt warte mal, wie schaut das Ding eigentlich fertig aus? Okay, das geht wo rein? Okay, das ist ja total verdreht. Und dann? Okay, also es geht auf der einen Seite rein, und kommt auf der anderen Seite wieder raus, okay. Ist aber, der Lift ist aber irgendwie nicht, also ist der denn nicht so geil, oder ist der, der ist doch bestimmt cool. Ich check's bloß gerade nicht, ha? Ich probiere den mal am Boden, das ist mir jetzt ein bisschen schmerzfreier. Also wenn ich jetzt das so mache. Sehr cool, okay. Dann Plan B für die Liebe. Alles wieder auf Anfang. So, machen wir das alles weg. Die oben können auch weg. Okay. Sondern wir machen jetzt Folgendes. Auch das kann weg. Und zwar, wir machen jetzt Folgendes. Damit wir hier rumkommen. Wir wollen ja hier durchlaufen. Ohne dass wir mit dem Kopf hängen bleiben. Dann geht das so. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. So. Das ist jetzt hier auf der Höhe. So, nochmal hier. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. So, weil das jetzt doof aussieht. Machen wir Folgendes. Machen das auf der Höhe. Das kommt ja hier raus. Ich will das halt hübsch haben auf einer Höhe und so. Ihr wisst Bescheid. So, dann kommt das auch weg.